Yo, Gas, what's up? The Blue Gangster is back. Ich weiß, ich habe schon oft gesagt, aber das ist wahrscheinlich wirklich der letzte Part ever von meinem How to Play as a Tech Noob Tutorial. Ganz kurz zur Erklärung, was das hier alles ist. Das ist die PC-Version, das Ganze ist OBS und da oben habe ich den Frame Monitor, damit ich nicht immer schätzen, nachzählen muss, bla bla bla, sondern hier sieht man es einfach direkt. Ja. Ich war auf Damage Germany, habe ein paar Sachen gelernt. Ich habe ein Video deswegen hochgeladen. Gestern, heute, keine Ahnung. Könnt ihr euch angucken, wenn ihr wollt. Aber let's get straight into it. Weil das könnte länger dauern als gedacht. Und ich will das Video jetzt nicht zu lang machen. Ich will das jetzt auch nicht schneiden, sondern dann direkt hochladen, so wie es ist. Also, let's go! Float nochmal erklären. Float nochmal erklären. Dazu müsste ich kurz was aufnehmen, aufzeichnen, und zwar 1, 2, 3, 4, 5, das sollte reichen. Ja, das sollte reichen. So, Floats. Habe ich, glaube ich, schon mal erklärt, aber habt ihr auf jeden Fall, ihr habt gesehen, was ich euch damit zeigen wollte. Na komm. Ihr kriegt daraus ein Combo, wenn ihr solche Sachen blockt. Das gleiche, was man auch Float nennen kann, ist dann sowas. Weil... So. Machen wir mal. Ja, komm schon. Ich bin zu langsam. Habt ihr gesehen? Ich hab ihn... Das könnt ihr eigentlich auch mit einem Jab machen. Das meinte ich damals mit dem Confirm. Und zwar kann es aus Versehen passieren, dass ihr einfach mal checken wollt. Das solltet ihr ja auch so oft wie möglich machen. Einfach mal mit One checken. Und wenn ihr das im, sag ich jetzt mal, in einem günstigen Moment macht, dann habt ihr den Gegner gefloatet. Ich muss das hier jetzt halt auf Kommando machen. Normalerweise passiert das, sage ich jetzt mal, aus Versehen. Aber darauf solltet ihr dann immer vorbereitet sein und genau für solche Situationen dann natürlich immer Max Damage Combo raushauen. Nur damit ihr das Bescheid wisst. Das wär's eigentlich im Großen und Ganzen. Das kommt auch mit der Spielerfahrung, dass ihr dann sehen könnt oder auch im Training, wenn ihr mal nachschaut, werdet ihr sehen, was man alles so floaten kann. Was gibt's noch? Es gibt viele Charaktere mit Stances. Und was man dann natürlich nutzen sollte, jetzt Jill ist nicht der optimale Charakter dafür. Vielleicht kennt ihr ja auch den House Step. Ich kann den halt nicht so gut. Das ist auch nicht der House Step. Der House Step geht nach hinten. Auf jeden Fall, solltet ihr mit euren Stances baiten, also so tun, als ob ihr, weil ihr in die Stance geht, gerade angreifen wollt, dass der Gegner dann einen Angriff macht, also ihn so, ihr sozusagen ihn gebaitet habt, um ihn danach whiff punishen zu können. Ja, also sozusagen simuliert einen angeblichen Angriff, um den Gegner aus seiner Verteidigung zu locken, um ihn dann, also ja, dann sozusagen punishen zu können. Kann ich euch auch nicht viel dazu sagen, weil wie gesagt, Jin hat da nicht so viel. Xiaoyu hat zum Beispiel, kann krass viel mit Stance machen. Die kann auch von Stance jump wieder into Stance und solche Sachen. Eddie mit seinem Relaxed. Ja, Leo bin ich mir gerade nicht so sicher, weil die hat zwar eine Stance, aber was, ob man da jetzt raus canceln kann, bin ich mir nicht sicher. Müsst ihr aber nachschauen. Wie gesagt, falls euer Charakter Stances hat, nutzt sie aus. Dieser Charakter hat sie nicht umsonst. Ganz kurz erklärt. So, dann gibt es Attacken. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon erwähnt habe. Die avoiden Lows. Ja, wenn ihr noch nicht so krass mit Low-Blocken seid, wie ich zum Beispiel, eine meiner größten Schwächen. Und, ihr wisst aber, da kommt was und wollt aber gucken, dass der Gegner
das nicht zu oft macht, dass er eure Schwäche nicht ausnutzt. Gibt es Attacken, die Lows avoiden? Bei Jin wäre es jetzt Back 3. Bei Kazuya wäre es jetzt Forward, Forward, Forward. Das ist das gleiche wie Devil Jin's Back 4. So, wenn der Gegner jetzt, wenn ihr entweder zeitgleich oder eine Millisekunde schneller wart als die Low von eurem Gegner, dann avoidet ihr damit, Alter hat es gerade Frame Drops, avoidet ihr damit sozusagen die Lows von dem Gegner und er wird, er wird es einfach nicht mehr machen und dann habt ihr da schon mal einen Plus in eurem Fight. Da gibt es Strings. Strings, die sollte man nicht machen, weil sie einen, sag ich jetzt mal, vorhersehbaren Follow-up haben. Also jeder String in dem Game ist gleich, außer man hat einen 50-50. Also Strings, die keinen 50-50 haben, außer ihr cancelt sie natürlich, sollte man lassen. Jetzt, das beste Beispiel, was man nicht machen sollte, wäre bei Kazuya das hier, ja? Man macht entweder nur den, das hat aber kaum was gebracht, oder man will ein Combo machen. Ja. Und muss sozusagen diese zwei hier raushauen. So. Dieses, aber genau solche Strings sollte man nicht machen, weil... Ich war doch gerade beim Aufzeichnen, nicht Idiot. So. Jeder weiß, wenn der erste kommt, ob jetzt der zweite kommt oder nicht, die werden automatisch entweder immer low blocken. Wenn der erste natürlich nicht trifft. Entweder low blocken. Oder low parrying. Und guckt mal. Ich gehe mal nochmal auf die Aufzeichnung. Der ist auf jeden Fall, ja, schade, dass ich mit dem anderen Jin gerade nicht defenden kann. Auf jeden Fall, was ich euch damit zeigen wollte, ich nehme es halt nochmal kurz auf. So. Dieser Move, obwohl das machen wir, dazu kommen wir eh später, sehe ich gerade. Solche Strings sollte man nicht machen, wie gesagt, außer jetzt zum Beispiel das mit Jin sollte ich nicht machen, weil vor allem der letzte, der ist so blockbar, das ist so negativ, das ist einfach nicht gut. Und wenn ich dann halt nur den hier mache, ja, dann ist es egal, dann ist es Wurst. Und dann habe ich auch wiederum ein Mindgame, weil wenn ich den öfter mache, dann denkt der Gegner, okay, der macht den letzten nicht. Und dann in einem entscheidenden Moment, bam. So, da kann man sowas bringen, aber bei Kazuya jetzt zum Beispiel, bei jeder Charakter hat solche Strings, die so gestaltet sind, dass selbst wenn man sie canceln könnte, man sie trotzdem nicht raushauen sollte, weil sie einfach zu vorhersehbar und zu blockbar sind. So, genauer kann ich das gerade nicht erklären. Ja genau, und dazu kommen wir jetzt. Und zwar Attacken, wie hier, so seht ihr, wie ich den geblockt habe. Ich zeig euch mal eine normale Low-Block-Attacke. Okay, eine normale Low-Block-Attacke. Seht ihr, der macht einfach weiter. Mach nochmal. So. Und dann habt ihr gerade gesehen, was ich gemacht habe, oder ich mach den hier, ja? So. Ja, toll. Dann nimmt ihr das jetzt auf. So. Und los geht's. Du sollst nicht sidewalken, du sollst lowblocken. Habt ihr gesehen, der macht nicht weiter. Und dieser Move ist krass minus. Der Frame Monitor zeigt das gerade nur nicht an, weil das jetzt Computer ist, der das macht und nicht ich selbst. Ich kann es euch mal so zeigen. Und zwar anders. Alles abwehren. Okay. So. Seht ihr, Jin macht weiter. Und der hier ist minus 12. Und der hier ist minus 13. Also mit 10er oder mit 12er kann man das punishen. So mache ich jetzt aber den hier minus 31. Und seht ihr, das ist eine Attacke, die normalerweise, also ich könnte eigentlich zum Beispiel sowas machen.
blockt er jetzt aber den ersten, dann komme ich erst gar nicht zu dem zweiten Move, weil er den String einfach unterbrochen hat. Und dieses krasse Blocken, das nennt sich Stunblock. Bei Stunblock-Attacken, die sind meist so krasse Minus, ihr seht es hier gerade oben, minus 31. Ja? Minus 31. Wisst ihr, was für krasse Scheiße ihr da raushauen könnt? Nochmal zur Erinnerung, ein Hopkick ist minus 13. Ja? Das heißt, ich könnte eigentlich, wenn ich so einen Move block, ich hätte da zwei Hopkicks, sogar noch mehr als zwei Hopkicks lang Zeit, um zu punishen. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie gesagt, ein krasses Beispiel, wie man damit punishen kann, damit ihr so ein Bild davon kriegt. Seht ihr, ich mache das komplette Ding aufgenommen, ja? Und jetzt schaut mal. Nochmal. Muss da Crouch canceln, da kommen wir hin. Nochmal, das war zu langsam. Warum hat das gerade so viel? Ja, ich bin gerade zu langsam. Aber sowas kann ich machen. Na komm schon. Seht ihr? Konter. Konter, das ist ein Punish. Das heißt, im Kampf, wenn ihr blockt, und so gut wie jeder Charakter, eigentlich jeder, es ist schwer herauszufinden, welcher keinen hat, hat einen Delayed Hopkick. Ja, ja, ein Freak 25 Damage Launch. Und ich könnte, was könnte ich daraus machen? Vor allem bei wenig Life ist sowas Match entscheidend. Na toll. Na komm schon. Ihr habt ihr es. 76 Damage ohne Rage, ohne gar nichts. Einfach nur glatte 76 Schaden für einen Stunblock. Sowas könnt ihr da rausholen. Deswegen müsst ihr immer drauf achten und darauf vorbereitet sein, dass ihr euch sozusagen schon euer Max Damage Combo, genau wie beim Float, vorbereitet, wenn ihr jemanden stunblockt, dass ihr direkt wisst, was ihr da gemacht habt. Der Frame Monitor hilft euch da, wie gesagt, minus 31. Das ist einfach zu krass. Und deswegen sollte man, wie gesagt, die andere, weil der Up Forward 4-4 von Kazuya, wo man gesagt hat, wo man gerade gesehen hat, der ist vorhersehbar. Da war der zweite auch ein Stunblock. Vor allem, wenn im String gerade der Stunblock der einfachst blockbare Move ever ist. Pff, tödlich sowas. Tödlich. So. Ich habe vorhin was versucht zu testen, weil Blue Skyrocket, der sich damals Monkey D. Bobo genannt hat, ihr kennt den vom Kazuya Tutorial, hat gesagt, wenn Strings treffen, die danach low gehen, dann kann man sie zwar low blocken, aber nicht low parrying. Das Ding ist, ich habe es ausprobiert, es könnte stimmen, vielleicht habe ich, es jetzt mit Jin und Kazuya versucht. So, ich kann es euch hier mal zeigen. Zack, 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 zack. So, okay. So, das heißt, wenn ich... Im Normalfall kann ich das machen. Wenn die ersten zwei aber treffen, könnte ich den letzten nicht mehr low parryen, aber low blocken. So, mein Problem mit der ganzen Sache ist, wenn die ersten zwei treffen, kann ich ihn nicht mal mehr low blocken. Und das ist mir mit den anderen Charakteren auch passiert. Deswegen... Also wenn ihr schon mal nicht low blocken könnt, dann braucht ihr an low parry erst gar nicht zu denken. Vielleicht kennt einer von euch einen String, wo das tatsächlich geht. Bei Double Lows wahrscheinlich. Und ich versuche gerade nur den zweiten Schlag von Kazuya zu kassieren. Ich kann selbst da nicht low blocken. Also daher... Wüsste ich jetzt auch nicht, was ich da machen soll. Hard Knockdown. Das wollte ich eigentlich nochmal kurz wiederholen. Das Problem ist,
Kazuya hat sowas. Ich glaube, Kazuya hat sowas. Und zwar, wenn auf Counter. Ja. Ein Forward vortrifft. Wenn ihr einen Hard Knockdown habt, dann. Weil jetzt Kazuya nicht First Play ist, sieht man das zwar nicht. Aber der Stamp würde als zweiter Hit bzw. als Combo gelten. Hättet ihr jetzt keinen Hard Knockdown, würdet ihr jetzt zum Beispiel nur, na komm schon, sowas hier machen. Dann wäre der zweite aber kein Combo. Weil er schon in der Wake-up-Situation ist, also da, wo er wieder aufstehen will. Ja? Und jetzt schaut euch mal an, wie lange das braucht. Wenn sowas. Nein. Nur ein Forward Fall. Seht ihr? Das ist im Grunde genommen das gleiche wie Jin's 1-2-3. Seht ihr? Combo. Das hier ist auch noch Combo, weil er auf den Boden droppt, aber. Seht ihr? Ihr müsst ab da rechnen, wo der Gegner auf dem Boden landet. Und er zeigt mir kein Combo an. Ich habe es jetzt extra ein bisschen verzögert gemacht. Und es gilt trotzdem als Combo. Ich bin sogar extra nach vorne gelaufen, falls ihr das gerade gesehen habt. Das sind so diese Hard Knockdowns. Und da kann man ein bisschen mehr basteln. Aber da sollte man dann meiner Meinung nach immer einen Stamp oder sowas machen, wie ich euch gerade hier gezeigt habe. Weil es auch am sichersten ist, weil der Gegner dann nicht so viel Ausweichmöglichkeiten hat und ihr habt die Damage sicher. So. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe euch das schon mal gezeigt, aber wir machen es einfach nochmal. Und zwar muss ich jetzt erstmal Rage. Machen wir mal von beiden einfach an. So. Jetzt sagen wir zu Kazuya, er soll den Rage Drive machen. Okay. Und wenn er jetzt den Rage Drive macht und ich drück Rage Art, wenn beides gleichzeitig trifft, ich muss es früher machen. Seht ihr das? Das war jetzt gerade perfekt. Das war jetzt gerade perfekt. Weil genau das wollte ich euch zeigen. Und zwar, wenn es von den Frames her, ja. Ihr müsst sozusagen, der die Rage Art macht, da habt ihr es wieder gesehen, der die Rage Art macht, muss den Move erstmal tanken. Ja, das heißt, er muss die Damage erstmal schlucken, damit die Rage Art überhaupt erst durchgeht. Passiert es nicht, dann ist die Rage Drive stärker als die Rage Art. Und jetzt gibt's aber noch was. Na komm schon. Habt ihr das gesehen? Vorher und nachher habe ich es gemacht. Ich mach's mal noch ein bisschen später. Okay, das war zu spät. So, und jetzt versuche ich es nochmal früher. Kommt immer auf das Gleiche raus. Also ist Power Crush, das war jetzt Power Crush 3 plus 4. Das ist jetzt nicht bei der Damage, sondern einfach beim Treffer, ja? Bei der Stärke, beim Armor, beim Tank, gilt es über dem Rage Drive. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr einen Rage Drive seht und ihr macht einen Power Crush, dann geht euer Power Crush durch. Ja? Außer da passiert jetzt was ganz Blödes oder so, da gibt es auf. Ausnahmen, die kann ich euch aber jetzt hier nicht zeigen, weil das ist einfach zu krass. Da muss schon ziemlich viel Zauber sozusagen zusammenkommen. Und zwar, wie gesagt, es ist im Normalfall so, dass Power Crush über dem Rage Drive steht. Und der Rage Drive steht über der Rage Art. Komisch, weil man hätte eigentlich gedacht, Rage Art ist ganz oben, Rage Drive ist Mitte und Power Crush ist ganz unten. Ist aber so. So, dann gehen wir nochmal zur Get-Up-Option. Das habe ich hier nämlich gerade drin stehen. Und zwar, wenn ihr auf dem Boden seid, ich mach mal gleich, wo ist es denn? Die Richtung da.
Dein Status. Liegend Blick nach oben. So. Es gibt drei Optionen. 3 plus 4, das ist der Spring Kick. Dann 3, das ist der Low Kick. Und 4 ist der Mid Kick. Nein, Kasuya, du sollst nichts machen. So. Wenn der Gegner was macht, dann zieht das hier extra viel Damage. Das hier fetzt den wahrscheinlich auf den Boden. Und das hier gibt einen extra Combo. Okay? Das Problem ist, gerade diese Angriffe, die habe ich euch nämlich schon mal erklärt, gerade diese Angriffe erwartet der Gegner sehr oft. Und er zwingt euch manchmal sogar dazu. Er fordert euch sozusagen raus. Er dasht nach vorne, dass ihr mit Absicht den hier macht. Weil sobald die Dinger sind halt krass punishbar. Wartet mal ganz kurz. So. Alles abwehren. Minus 12, das heißt ein 1-2 geht immer durch. Und hier, weil er dann im Crouch ist, kriegt ihr ein Minus, habt ihr minus 12 für ein Wild Standing Punish. Vor allem kann der hier gesidesteppt werden, weil er linear ist. Und der hier kann gelow parried werden, was dann wahrscheinlich sogar noch mehr Damage je nach Character und je nach Combo rausbringt. Und je nach Position, weil da könnte jetzt auch zum Beispiel eine Wall sein oder, keine Ahnung, Balcony Break. Deswegen sollte man sowas avoiden. Der Gegner erwartet aber auch oft, dass hier normal aufsteht. Beziehungsweise entweder up oder back. Up ist gut, wenn ihr eine Mid vermutet, weil ihr dann direkt nach hinten halten könnt. Das heißt, ihr habt die Mid beziehungsweise High geblockt. Und wenn ihr back haltet, dann schafft ihr für etwas mehr Range. Das heißt, wenn ihr irgendeine Short Range Attack raushaut, dann whiff die vielleicht sogar und ihr könnt whiff punishen, worauf ich jetzt aber nicht hoffen würde. Dann gibt es noch Down One, dass ihr einfach rüberrollt, falls ihr jetzt irgendwie über euch drüber rennen will. Dann gibt es nur Normal One, dass ihr zuerst hochrollt, also nach links und dann. Und dann gibt es noch, was war's? Das müsste eigentlich... was war's nochmal? Ja, genau, einfach nur Down One drücken, dann steht er nämlich auch auf. Wenn ihr One hält, dann passiert da nichts, ganz normal. Aber wenn ihr Down One hält, dann bleibt er liegen. Drückt ihr nur Down One, steht er direkt auf. So, warum erkläre ich euch das? So krasse Unterschiede gibt es ja gar nicht. Stimmt nicht. Und zwar stellt euch mal vor, ich könnte es eigentlich aufnehmen. So. Und zwar... Zack, 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 zack. Health sweep. Okay, let's go. Mann, war der langsam. Okay, der soll nicht nach hinten gehen, das braucht zu lang. So, jetzt nochmal. Abspielen. Na komm schon. Jetzt. So. Nochmal. Seht ihr das? Der Punkt, was ich euch damit zeigen will, ist, und das wird vor allem sehr oft online passieren, wenn der Gegner mit einer Low kommt, vor allem mit einem Follow-Up danach, und ihr Tag rollt, ja, was ihr meistens machen würdet, weil ihr denkt, das ist am sichersten, dann könnt ihr während der Tag Roll und kurz nach der Tag Roll wegen der Recovery nicht direkt low blocken bzw. blocken. Das geht nicht. Das ist wie wenn ich hier während er aufsteht schon mitblocken wollen würde. Ich kann erst mitblocken, wenn er steht. Deswegen wird euch in Matches sehr oft es wird sehr oft passieren, dass ihr Tag rollt, ist jetzt egal welche Richtung. Und ihr wollt dann instant low blocken zum Beispiel, weil ihr wisst, der kommt mit einem Health Sweep. Als Beispiel. Und dann trifft es und ihr denkt euch, hä? Ich habe doch Down-Back gehalten, warum hat das nicht geblockt? Wegen der Tag Roll und ihrer Recovery. Deswegen müsst ihr euch entscheiden, wenn ihr hundertprozentig sicher seid, und das ist wieder Kopfsache.
ist schwierig. Ich habe auch noch Probleme damit. Wenn ihr wisst, der kommt hundertprozentig, dann müsst ihr auch Vertrauen in euch haben zu sagen, selbst wenn es nicht so ist, ich habe es wenigstens versucht. Und zwar haltet ihr einfach direkt down back. Dann steht er so auf und dann habt ihr auch direkt low geblockt. Und dann habt ihr auch sozusagen einen low gestunt und könnt ihn dann mit einem Delayed Hop Kick punishen. Und er macht den wahrscheinlich nie wieder und ihr könnt wieder anfangen zu Tag Roll. So, dann hätten wir das. Einer hat mich letztens gefragt, ich bin mir nicht mehr genau sicher, wer das war. Was ist denn ein Mixer? Okay, das regt mich jetzt langsam auf. Hier stand. So, was ist denn ein Mix-Up? Also, Mix-Up ist, wie gesagt, ihr müsst euren Gegner zwingen, nach eurer Reihenfolge von Attacken zu schätzen, von welcher Richtung ihr kommt. Ob ihr low kommt, ob ihr mitkommt oder ob ihr high kommt. So, das ist ein Mix-Up. Das hier... Ja, weil der letzte hier high und der letzte hier mit ist, wobei er auch low geht, also selbst, ja, mit ist, das heißt, er trifft auch, wenn ihr gecrouched seid, weil ihr hier nach dem hier unbedingt crouchen wollt, um den zu whiffen zu lassen. Das ist kein Mix-Up, das ist ein 50-50. Wie zum Beispiel das hier, ja, wenn ich nur Down Forward 1-4 mache, da steht's Down Forward 1-4. Dann ist es Mid High. Mache ich aber 4-4. Ist es ein Mid. Ja? Und der Gegner denkt, der kann ihn ducken. Und dann kommt er auf einmal mit denen. Und könnte ein Combo raushauen. Ist aber kein Mix-Up. Ist immer noch ein 50-50. Ein Mix-Up wäre zum Beispiel. Das ist auf jeden Fall schon komplizierter. Ich würde es, um es zu vereinfachen, so benennen, dass ich sagen würde, es müssen mehrere Strings sein und diese können variieren. Ganz blödes Beispiel. Wenn der Gegner vom Boden sozusagen on Wake-Up ist, damit er nicht sidesteppen kann, mache ich Back-Forward-2-1. Da steht einfach Quarter Circle, whatever. Back forward 2-1. Also, der hat es noch nicht so ganz drauf. Back forward 2-1. Ich mache einfach mal den Befehlsverlauf rein. Hier. Back forward 2-1. Dann kann er nicht sidesteppen. Dann mache ich 1-2, damit er denkt, es kommt 1-2-3. Und dann duckt er sich und dann mache ich einen Hopkick. Okay? Das nächste Mal mache ich es wieder. Ich mache zack, 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 bam. Ne, machen wir das. Das war ein bisschen blöd. Also wir fangen damit an, damit er nicht sidesteppen kann. Machen 1-2 und dann Hopkick. So, weil er denkt, der hier kommt und er duckt sich. Und dann trifft natürlich der Hopkick. So. Und weil wir wissen, okay, der bleibt jetzt low, weil er denkt, der Hopkick kommt. Nein, der bleibt, was laber ich? Der bleibt jetzt mit, weil er denkt, der Hopkick kommt, ansonsten würde ja das hier oder der Hopkick treffen. Okay, stellt euch jetzt vor, er denkt, der Hopkick kommt und deswegen blockt er mit. Dann mache ich einfach zack, 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 zack. So, und daraus kann ich, wie gesagt, ein Combo raushauen. So, und das waren jetzt nur zwei Beispiele. Natürlich könnt ihr nachdem hier auch wieder ein Homing machen, der mit ist. Ihr könnt hingehen und throwen. Also, dass der erste Part von eurem Ablauf gleich ist, aber ihr in dem letzten Part den Gegner dazu zwingen müsst zu schätzen, was kommt jetzt. Und dabei ist es aber egal, wie kurz oder lang der erste bzw. der zweite Part ist, ja? Es kommt nur darauf an, dass ihr immer switchen könnt. Und das, meiner Meinung nach, ist ein Mix-Up. Es wird andere Leute geben, die werden das durch euch anderer, vielleicht professioneller oder sogar besser erklären, aber so sehe ich das. Wobei ich nicht sagen kann, dass ich nicht falsch liege. Ich habe, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass der hier, wo ist es denn, wiederholte Aktion,
alles blocken. Ich glaube, ich habe damals gesagt, der Hauptgegner minus 14. Aber das war, glaube ich, nur Lost die late Version. Dabei ist der minus 13, wie ihr seht. Also wie gesagt. Dann gibt es noch Attacken, die nennen sich Jail. Beziehungsweise ist eine Funktion. So, was genau sind jetzt Jails? Und zwar machen wir das erstmal so. Abwehr im Stand. Nichts festgelegt. So, kann ich hier irgendwie was? Sagen wir Seitenschritt längs. Seht ihr, wenn ich ihn delay, dann trifft er, weil er einen Seitenschritt macht. Mache ich ihn aber schnell hintereinander und das ist nicht das, weil er nur komplett blockt. Das wäre jetzt on-hit das gleiche. Das wäre jetzt on-hit das gleiche. Und zwar hier. So. Das Ding ist, das sind Jails und die erkennt man einfach daran, dass wenn man sie ohne, deswegen habe ich es euch gerade gezeigt, wenn man sie ohne Delay, also ohne eine Pause beziehungsweise ohne ein Neutral reinzulegen, einfach raushaut, dann gehen immer beide durch. Immer. Ja? Wenn ich den jetzt immer so machen würde, dann würde ich den Gegner Möglichkeiten geben, auszuweichen. Ich mache jetzt mal statt Sidestep links, Sidestep, Abwehr, nee, Abwehr im Stand und dann Sidestep rechts, mal gucken. Ja, normalerweise ist den Sidestep rechts, aber ich habe ihn, er macht es einfach zu langsam. Normalerweise könnte man sogar da backdashen oder sonst was. Ich kann es euch einfach mal am besten so zeigen. Alles abwehren. War das jetzt das zweite oder das erste? Es war das erste. Nichts festgelegt. So, jetzt. Stand. Alles abwehren. Seht ihr das? Seht ihr das? Er blockt den zweiten. Wenn ich ihn aber komplett mache, gehen beide durch. Das ist ein Anzeichen davon, dass seine Attacke ein Jail ist. Und Jails sind sehr gute Juggles, also Juggle Tools. Ja? Ich glaube, der geht sogar dreimal, wenn man es richtig macht. Aber das ist sehr, sehr schwierig, weil man dann einen Microdash da reinhauen muss. Das kriege ich gerade nicht hin, sorry. Auf jeden Fall, wie gesagt, Jails sind die, wenn man sie direkt raushaut, wenn der erste trifft, geht der zweite auf jeden Fall durch. Das Problem dabei auch ist, dass wenn ihr den so macht und er blockt schon den ersten, dann wird allein wegen der Speed der Frames der zweite eigentlich schon automatisch geblockt, weil man schafft es eigentlich nicht reinzupressen beim zweiten Move hier jetzt. Und wie gesagt, sehr, sehr gute Juggle Tools. Sowas sind Jails. Es gibt natürlich, eigentlich hat es jeder Charakter. Ihr müsst es für euren Charakter, geht die Moveliste durch und ihr werdet das automatisch sehen. Die sind jetzt nicht besonders gekennzeichnet, aber nur, dass ihr Bescheid wisst von wegen, wenn wirklich sowas kommt und nur der erste trifft und ihr kriegt den zweiten aber nicht geblockt, obwohl ihr eurer Meinung nach schnell genug seid, dann müsst ihr nachschauen, ist wahrscheinlich dann ein Jail. So. Dazu müssen wir jetzt die Stage kurz wechseln. Denn wir brauchen eine Stage mit Wall. Welche würde ich dann nehmen? Ja, nehmen wir Soak aus dem Grund, weil diese ziemlich klein ist. Gott, schon über eine halbe Stunde hätte ich nicht gedacht. Wie gesagt, ich wollte es eigentlich nicht so lang machen. Aber ein paar Punkte haben wir noch. So, und zwar, warum mache ich es nicht gleich so? Ich
Ich mache immer alles immer so unnötig kompliziert. Wobei ich nicht verstehe, wie man Wall Splat auf Deutsch als Mauerschock übersetzen kann. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. So. Ganz einfach Hopkick und dann ein String. Ein Dreier-String, den man delayen kann. Wichtig, okay? Ich mache ihn normal. 37 Schaden. Jetzt mache ich ihn anders. 41 Schaden. Wieso? Weil ich den letzten Hit delayed habe. Das Ding ist, ihr kriegt aber nicht, ihr kriegt die extra Damage nicht, weil ihr ihn delayed habt, sondern weil durch den Delay etwas ganz Besonderes passiert ist. Und zwar müsst ihr mal gucken, wann ich, seht ihr, ich habe gerade delayed und er hat trotzdem nur 37 Schaden abgenommen. Warum hat er jetzt 41 abgenommen, obwohl der davor der gleiche war und nur 37 Damage war? Ihr müsst auf die Position eures Gegners achten. So, jetzt hätte ich ihn gemacht. Und zwar muss euer Gegner, falls ihr das nicht gerade schon gesehen habt, in diesem Bereich zwischen Wall und Ground sein, zwischen Wand und Boden. Wenn er wirklich 50% zu 50% auf beiden, sage ich jetzt mal, Seiten ist, ja, so wirklich in diesem Zwischendrin, und ihr dann allgemein einen Move raushaut, der ein Mid ist, dann nimmt der mehr ab, als wenn er ganz normal bei einem Wall Splat, selbst bei einem High Wall Splat, abnehmen würde. Warum man dazu Strings benutzt? Weil man Strings timen kann und mit Absicht delayen kann, so dass man wirklich darauf hinaus will, dass man genau diesen in diesem Moment diesen Hit trifft. Weil ich müsste dann, wenn ich jetzt so mache, ich müsste dann wirklich, seht ihr, 28, ich müsste dann wirklich gucken, also ich müsste mir mit dem Augen und mit dem Timing wirklich Mühe geben, wann ich diesen Move raushauen kann. Mache ich das aber mit einem String, dann habe ich es viel einfacher, weil dieses Zeitfenster einfach viel bequemer ist. Und das ist eigentlich schon der ganze Trick. Mit Devil Jin ist es genauso. Deswegen seht ihr vielleicht, wenn ihr Turniere oder andere, sag ich jetzt mal, Mid- oder High-Ranks seht, die spielen, die machen das auch alle. Am meisten habe ich das jetzt bei Devil Jin gesehen, aber wie gesagt, jeder, der so eine Art String hat, die man delayen kann, Kazuya vs. 1-2-4-3 zum Beispiel, bei jedem von denen geht's. Es kommt einfach nur auf das Zeitfenster und auf das Timing von euch an. So, und das, solche Dinge, ob ihr es glaubt oder nicht, solche Dinge sind einer in der ganz oben in der Liste, wenn es um Match-Entscheidungen geht. Also sehr, sehr, sehr wichtig. So. Ja, das kann ich eigentlich nur ganz kurz erklären. Da gehen wir mal kurz von der Wand weg. Das hier hängt mehr von eurem Playstyle und von dem Playstyle eures Gegners ab. Und hat aber auch was mit Mindgame zu tun. Und zwar, es gibt immer so, da könnt ihr auch zum Beispiel bei der Mishima Saibatsu, das ist eine Website, nachgucken, was sind denn so die Top 10 Moves des jeden Charakters, den es gibt so. Ich habe auch noch einen anderen Link, den poste ich dann nachher da unten. So, welche Moves man mit welchem Charakter unbedingt benutzen sollte. Und zwar ist es so, es gibt je nach Situation gute und schlechte Moves. Es gibt allgemein gute und schlechte Moves, wie mit Kazuya vorhin gezeigt, Up, Forward, Fore, Fore. Aber dann wiederum, wenn ihr das gar nicht gemacht habt und der Gegner das einfach nicht mehr erwartet, dann ist es gut, weil ihr daraus ein Combo kriegt und extra Damage. Also kann man nicht wirklich sagen, ein Move ist gut oder schlecht, weil jeder Move seinen Sinn und Zweck hat. Warum ich vorhin gesagt habe, es hängt vom Level ab, ist der Grund, es gibt einfach Leute, die wissen zum Beispiel gar nicht, dass wenn Kazuya, wo ist es denn hier, wiederholte Aktion, Stand, ja, von wegen Stand,
aufzeichnen. Die wissen zum Beispiel gar nicht, dass wenn der Erste trifft, dann geht der Zweite durch auf Counter, sage ich jetzt mal, ja. So, daher, weil das jetzt bei denen immer so der Fall war, die wissen zum Beispiel gar nicht, dass wenn der Erste nicht trifft, dass man den Zweiten low-blocken oder low-parryen kann. Ja, das ist denen noch gar nicht in den Sinn gekommen, weil dieser Fall einfach noch nicht aufgetreten ist. Und deswegen sage ich, es hängt auch vom Level eures Gegners ab. Deswegen müsst ihr auch, deswegen im letzten, ich sag gerade so oft deswegen auch im letzten Part so dieses Mindgame gegen dieses Skillmäßige, was ich euch da gezeigt habe, weil ihr von Anfang an eigentlich so schnell wie möglich rausfinden müsst. Und das kommt aber halt nur durch Spielerfahrung und durch Einschätzungswert. Wie gut ist mein Gegner? Was traut er sich, was traut er sich nicht? Von was hat er Ahnung, von was hat er nicht Ahnung? Und dann wisst ihr, welche Moves ihr gegen den einsetzen könnt, ob gut oder schlecht. Deswegen kann man auch nicht sagen, der Move ist schlecht, der Move ist scheiße oder so. Ihr bastelt. Und erst wenn ihr wisst, okay, der Gegner kann das blocken, okay, der Gegner hat davon Ahnung. Erst wenn ihr dann diese Moves macht, wo ihr eigentlich schon wissen solltet, okay, der kriegt die geblockt, der kriegt die gepunished. Erst dann könnt ihr sagen, dieser Move ist schlecht. Aber dafür gibt es auch Practice Mode, weil es gibt so, sag ich jetzt mal, es gibt so eine Skala, ja, so könnt ihr euch vorstellen, wie so eine Prozentanzeige von jedem von euren Attacken, die meistens treffen werden und die meistens nicht treffen werden. Und je nachdem kann man sie eigentlich schon einsortieren, ob sie gut oder schlecht sind. Was jetzt aber nicht heißt, dass man sie komplett weglassen sollte. Weil, wie ich euch schon vorhin erklärt habe, wenn er die Gegner die ganze Zeit jetzt den zweiten hier blocken würde und ihr dann in den nächsten Matches den nur noch Linie macht oder den Move komplett weglässt, ja, einfach komplett weglässt. Selbst wenn ihr ihn von Anfang an weglässt und dann in dem entscheidenden Moment ihn aber doch macht, dann geht er einfach durch, weil der Gegner ihn nicht erwartet hat. Deswegen ist es immer so ein undefinierbares 50-50. Und deswegen solltet ihr gucken, im besten Fall solltet ihr in Practice Mode gehen oder im Internet oder YouTube nachschauen allgemein. Welche Moves, welche sind die Top 10 Moves, welche sind gute Moves, welche sind Pokes vor allem und was benutzt man denn zum Beispiel gar nicht, also was sollte ich überhaupt nicht benutzen. So, die erstmal für den Anfang rauszulassen, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, das ist eigentlich ein ziemlich guter Anfang, kann man eigentlich nichts dagegen sagen. Aber dann wiederum, wenn es Gegner gibt, bei denen es treffen würde und ihr macht es aber nicht, weil ihr euch schon allgemein dran gewöhnt habt, den nicht zu machen, dann habt ihr aber ein ziemlich großes Minus, weil ihr da sehr, sehr viel dadurch raushauen könntet. Und deswegen bin ich da nicht so fest und will euch da jetzt irgendwie auch nicht so an etwas sozusagen festklammern, wo ihr selbst variieren solltet. Mehr kann man dazu nicht sagen. Deswegen, wenn von zu euch jemand sagt, der Move ist gut, der Move ist schlecht, dann fragt ihn direkt, warum? Welche Situation? So, dass hier dieses, seine Aussage sozusagen bis auf den letzten Punkt rausfiltern könnt und euch daraus eure eigene Meinung bilden könnt. Ob ihr jetzt im Endeffekt wirklich hundertprozentig recht hat, oder ob man sagt, okay, für den Fall hat er zwar recht, aber es könnte trotzdem noch zu Situationen kommen, da sollte ich ihn doch lieber noch einsetzen, so. Das ist, mehr kann man halt zu Move ist gut, Move ist schlecht nicht sagen. So, dann hätten wir das jetzt auch hinter uns. Safe Mix Up. Dann stellen wir mal Kazuya kurz auf
Abwehr in Stand. Und dann auf. Ne, das müssen wir anders machen. Das müssen wir anders machen. Und zwar, hoffentlich funktioniert es, wie ich es mir gedacht habe, wiederholte Aktion. Auf nicht aufzeichnen. Nicht aufzeichnen. Liste der Angriffe. Liste der Angriffe. Eigentlich würde ich das liebsten mit einem 1-2 machen. Aber wir machen 1-1-2. Wir machen 1-1-2. So. Und dann. Ah, Mist, das geht ja gar nicht hier. Mist, Mist, Mist. Ja, gut. Dann muss ich euch das anders zeigen. Dann muss ich euch das anders zeigen. Abwehr im Stand. So, als Beispiel. Die Electric hier, die ist plus 5. Der 1-2, könnt ihr da gerade sehen bei ST, der ist 10. Genauso wie hier die normale minus 10. So. 1-2, 10, Electric plus 5. Wenn ich jetzt die Electric mache, und der Gegner macht instant, im gleichen Moment wie ich. Das kann ich, glaube ich, sogar zeigen. Nachahmer, genau. Seht ihr das? Wir drücken, also ich habe ihm zuerst gesagt, block hier Abwehr im Stand. Block meinen ersten Angriff. Und beim zweiten Move, den ich mache, bei der zweiten Attacke, mach's. Wie bei einem Spiel synchron, also parallel, gleichzeitig, komplett. Ja? Das heißt, er drückt im selben Moment nach meiner Electric genau wie ich 1-2, so wie ihr da unten sehen könnt, 1-2, okay? Electric, 1-2. Electric, 1-2. So. Bei jedem Charakter, ich glaube nicht, dass es da irgendwelche Ausnahmen gibt, bei jedem Charakter ist 1-2 10 Frames. So, ich bin durch meine Electric aber plus 5. Was bedeutet das? Mein Gegner braucht 5 zusätzliche Frames, muss er dazu zählen zu seiner Startup, um das 1-2 auszuführen. Das heißt, wenn der Gegner wirklich jetzt jedes Mal nach meiner Electric ein 1-2 machen würde und ich aber gleichzeitig auch, würde meins jedes Mal durchgehen, wegen dieser plus 5. Machen wir es mal mit einer normalen. Hier. Warum geht er jetzt durch? Weil meine minus 10 ist. Plus 5. Minus 10. Und warum erkläre ich euch das Ganze, obwohl ich Frames eigentlich schon erklärt habe? Weil es gibt eine Kombination, und zwar, ich mache das hier mal ganz kurz, nicht festgelegt. So. Und zwar gibt es sozusagen, was soll ich sagen, wie soll man es nennen, Safe String kann man das jetzt nicht nennen, Safe Follow-Up könnte man es nennen. Auf jeden Fall, wenn ihr über euren Charakter Bescheid wisst, so mit dem Frame Monitor, ist es einfach easy. Ihr macht eine Electric. Die ist plus 5. Ihr müsst halt nur auf die Startups achten. Jetzt hier. Plus 2. Die Startup ist halt. Ich weiß nicht, wie viel Startup der hat. Plus 4. Okay, der ist minus 9. Hat er sonst noch irgendeine? Ne, die ist nicht mal plus, obwohl sie eine Electric ist. Auf jeden Fall alleine, schon bevor wir jetzt hier unser Kopf zerbrechen, alleine diese drei Moves. Weil sie plus sind, solltet ihr so gut wie immer raushauen, außer der Gegner will den hier steppen, wie zum Beispiel der hier. Und die Electric, die trackt nur ein bisschen, aber wenn ihr einen Wave Dash drauf habt, wie bei jetzt den Mishimas, das ist nur so ein Side-Tipp. Es geht eigentlich nicht dazu.
mit einem Wave Dash tracken auch die Linearen. Und im schlimmsten Fall könnt ihr auch unsafe minus 9. Was soll man da punishen? Der hat ein bisschen Pushback. Könnt ihr auch den hier machen, der ist auch minus 9, aber durch den Pushback ist er nicht punishbar. Ja? Damit seid ihr sozusagen jedes Mal auf der sicheren Seite, wenn ich jetzt nur sowas hier machen würde. Nicht den hier, sondern... Na komm schon, gib mir den Crouch Dash. Den hier, so. So, das sind so Safe Follow-Ups. Damit könnt ihr... Damit seid ihr immer auf der sicheren Seite. Das solltet ihr so oft wie möglich benutzen neben den Pokes. Weil das Ding ist... Der hier ist minus 3. So, das heißt, wenn ich jetzt immer so komme und weil er mit ist, ist es eigentlich völlig wurscht, außer er ist halt jetzt linear. Das ist halt das einzige Problem. Da könnte man jetzt auch den hier machen, weil im Endeffekt ist er minus 3. Ja, das ist ein High-Mid und direkt nach der Electric, da habt ihr genug Pushback. Dass der hier eigentlich immer so gut wie immer safe ist. Ja, solche Sachen, so Poke, so. Das ist eigentlich eine Art von professionellen Tekken-Zocken, wenn ihr sowas drauf habt. Wenn ihr auch einschätzen könnt, okay, was macht der Gegner, sidesteppt der viel, dann mache ich ein Homing, dass er sich nicht mehr traut zu sidesteppen. Solche Sachen halt. Und immer wieder mit Pokes und Safe Mix, weil das Schlechteste, was eigentlich teilweise unerklärlich ist, die Schlechtesten im Game sind die Green Ranks angeblich, obwohl es eigentlich noch viel weiter unter Green geht, aber man sagt halt immer, es ist halt so Gebrauch in Tekken, dass man sagt, die Green Ranks sind die Schlimmsten. Die Green Ranks, die spielen halt so, dass sie denken, mein Combo nimmt am meisten ab, mein Combo ist der coolste, mein Combo muss durch. Ja, zack, 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 ba, und dann, bam. Ich mache jetzt mal ohne, einfach nur Stand, zack, 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 bam. Ja, ist jetzt billig Combo eigentlich, aber im Green Rank denkt sie, nur als Beispiel, denkt sich, okay, dieser Combo ist ultra sick, der macht so viel Damage, der muss jedes Mal raushauen, weil wenn ich den, keine Ahnung, 4-5 Mal mache, ist der Gegner tot und sobald der erste trifft, kann er nichts dagegen mehr machen. Was eigentlich auch stimmt, aber diese Mentalität von wegen, ich muss nur meine Kombos raushauen und nicht gewinne, weil die Kombos am meisten abnehmen und so, das ist Bullshit. Das ist dieses Green Rank Denken, ein Kombo durchziehen, Kombo durchziehen, Kombo durchziehen, weil Kombos eh das Stärkste in dem Game sind, man kann nichts dagegen. Bullshit ist. Ich habe euch mittlerweile in all den letzten Parts so viele verschiedene Elemente gezeigt und ganz kurz, Abwehr im Stand. Minus 13. Also wer nicht nach einem Hopkick instant wenigstens 1-2 oder einen anderen 10-Hit Punisher benutzt, ja, weil der hier 13 ist oder von mir aus auch 12. Der ist dann selber schuld, wenn er sich von solchen Kombos treffen lässt. Ja? Deswegen, die High Ranks, die spielen erst gar nicht so. Die geben den Gegner erst gar nicht, wollen den Gegner erst gar nicht die Möglichkeit geben, durch ihre Verteidigung durchzukommen. Ja? Deswegen immer die Safe Moves abmixen. Abmixen mit einem Low Poke und ab und zu mal was Unerwartetes machen oder Attacken, die avoiden, wie zum Beispiel der hier, der auch auf Counter ein Combo gibt. Na komm schon. Ja, der ist ja allgemein on guard. Sorry für gegen den Frame Drops gerade. Irgendwie spielt es nicht so gut zusammen gerade. Wahrscheinlich, weil der Frame Monitor nochmal extra was drauf hat, weil der ist nicht im Game, der ist nochmal eine extra Software. Falls ihr das nicht gewusst habt. So. Also, so sollte euer Thought Process sein, im Endeffekt, weil man sagt nicht umsonst, die Green Ranks sind die schlechtesten, wenn sie schon so drauf sind.
So, Throw-Buffer. Oh Gott, Throw-Buffer. Das Ding ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit King spielen wärt, ich glaube, ich sollte, sollte ich dafür King nehmen? Ja, ich nehme dafür King ganz kurz. Charakterauswahl. King. Oh. Von mir aus nochmal King. Ist eigentlich wurscht. Die Stage ist auch egal. So. Throw-Buffer. Es gibt allgemein, wie ihr gesehen habt, normale Two Throws, die Forward plus Two Throws, da sieht man erst, die gehen halt ein bisschen weiter, aber man sieht erst recht, von welcher Seite die kommen. Also kann man sie leichter blocken. Und dann gibt es die ganzen verschiedenen Variationen, zum Beispiel. Ich krieg's gerade nicht hin. Auf jeden Fall gibt es dann Throws, die eigentlichen Crouch Dash. Ja, so kann ich es eigentlich am besten zeigen. Also im Normalfall wäre die Animation sowas. Ihr geht den Crouch und drückt dann 1 plus 4. Oder ihr macht den so, dass man den Crouch gar nicht erst sieht, beziehungsweise er ist doppelt so schnell. So, das sind Moves, damit man gucken kann, okay, wie kommt mein Throw anders rüber, dass der Gegner ihn nicht die ganze Zeit blockt. Aber jetzt gibt es noch eine andere Technik, und zwar den sogenannten Throw-Buffer. Ich zeige euch mal kurz den Giant Swing, wie lange der braucht, wenn man ihn ganz normal raushaut. Nochmal. Das mache ich mal ein bisschen schneller. Und jetzt zeige ich euch ihn mit einem, wenn er, wie er ist, wie er, wenn er vorgebuffert ist. Habt ihr das gesehen? Viel, viel schneller, und man hat ihn fast gar nicht kommen sehen. Beziehungsweise man wusste, man müsste schon schätzen, von welcher Seite der Throw kommt, um ihn zu unterbrechen. Das liegt daran, guck mal unten auf mein Output da. Na komm schon. Springen gerade zu schnell. Ja. Das liegt daran, das sieht man zwar nicht. Also da unten sieht man es nicht, aber vergleicht mal das, was da unten rauskommt, mit dem, was eigentlich tatsächlich passiert. Na komm schon, King. Drück ich denn echt zu schnell? Ja, jetzt war's. So. Im Endeffekt ist nämlich das passiert, dass ich schon während, also ja, während die Animation von meinem String noch, von diesem 1-2 hier noch lief, habe ich schon den hier, also sozusagen die Moves für meinen Giant Swing, die vom D-Pad hier, diese Pfeiltasten einfach, ja, also back, down, down, forward, forward und alles, was ihr da seht, habe ich schon eigentlich gedrückt, während er hier noch in der Animation war beim 1-2. Ja, und genau, weil ich diese Lücke von Frames benutzt habe. Dieses, wann drücke ich ihn und wann endet er tatsächlich hinzu, wann fange ich an, den Giant Swing zu drücken. Diese Frame-Lücke benutze ich für meinen Vorteil. Und das ist dann sozusagen, ihr buffert einen Move vor, weil ihr ihn eigentlich schon drückt, bevor die vorherige Attacke von der Animation her überhaupt schon zu Ende gegangen ist. Beziehungsweise ihr bereitet die nächste Attacke vor, bevor eure jetzige aufgehört hat. So dieses Zwischendrin. Das nennt man Vorbuffern. Das kann jetzt nicht nur King mit seinen Throws, das könnt ihr auch von Attacke zu Attacke machen. Ich könnte jetzt auch zum Beispiel, was war's? Ja, genau. Down forward one into Giant Swing machen, wenn ich es hinkrieg.
gratis Pistol dem Pad. Ist ein neues Pad, das muss man erstmal 2 Wochen einspielen, bevor man das. Ja, genau, hier zum Beispiel. Aber das muss viel krasser getimed sein. Je länger eure Animation geht, gut, dass ich das jetzt gemacht habe, je länger eure Animation geht, desto einfacher ist der Buffer einzusetzen. Ihr müsst dann natürlich noch den Input richtig haben, damit kein Schrott dabei rauskommt, wie bei mir gerade. So, das wäre es eigentlich schon zum Throw-Buffer. Ich hoffe, das war genau genug erklärt. Mehr gibt es da eigentlich nicht dazu zu sagen. Und jetzt müssten wir wieder Charakter switchen. So wie ich sehe, wäre das mit Lee am einfachsten. Deswegen nehmen wir den jetzt einfach mal. Gott, schon eine Stunde. God damn. Dabei haben wir noch was. Das könnte 1,5 bis zu 2 Stunden werden. So. Und zwar gibt es, wie ich euch ja schon gesagt habe, für die Wall Delayable Strings. Der. Ah, ja. Forward 4-3. So. Wenn ihr nichts drückt, passiert euch auch nichts. Ihr werdet gleich verstehen. Wenn ihr nach vorne hält oder euch einfach nicht schützt, passiert das. Ja, komm schon. Forward 4-3. Ja, ihr kriegt einfach beide Hits ab. So. Kann ich das jetzt am besten machen? Stand. Ne, ich muss es aufnehmen. Nein, nicht trainiere, sondern wiederholte Aktion aufzeichnen. Wie mache ich das am besten? Zack. Nein. Zack. 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 Ja, das müsste gehen. Zack, zack. Okay. Ja. Na komm schon. Eigentlich könnte ich es euch mit einem Wolf. Ja, genau. Da habt ihr es gerade gesehen. Mit einem Wolf wäre das gleiche. Wenn der erste nicht trifft und der zweite trifft, während der Gegner was macht, aber ihr habt gerade gesehen, was passiert ist. Er hat den ersten geblockt und dachte, er kann interrupten, weil er schneller sein wird als die darauffolgende Attacke von mir. Und ich habe dadurch einen Free Launch bekommen und hätte dann. Na komm schon. Hier. Seht ihr? So. Das war jetzt ein Billig-Kombo, aber auf jeden Fall kriege ich dadurch, kassiert er dadurch 60 Damage. Deswegen, ich würde euch raten, in Strings, vor allem wenn ihr sie nicht kennt oder wenn ihr wisst, das sind 50-50s, nicht pressen, sondern einfach blocken. Selbst wenn der nächste Low trifft, ihr habt nur einen ganz normalen Low kassiert, ja? Ihr seid nicht gestunt, gar nichts, ihr habt einfach nur einen Low kassiert. Ja? Ihr wurdet nicht gelauncht, nichts. Und lieber sowas kassieren, als komplett gelauncht zu werden und dann Minimum 60 Damage zu kassieren. Das machen sehr, 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 sehr viele, die bis Greenbank, manche sogar noch drüber spielen, weil sie immer dieses. Das ist zwar gut, diese Confidence, dass ihr das Vertrauen in euch habt. Komm, das kriege ich hin. Aber seid euch da nicht selbst im Weg, stellt euch da selbst keine Fallen auf. Spielt lieber safe. Weil ich habe gegen einen gespielt, ich habe mal, das ist schon etwas länger her. Der ist ständig, wirklich. Ich habe das. Ich hätte im Grunde genommen nur sowas hier machen können, die ganze Zeit. Und der zweite hätte ihn wirklich jedes Mal gelauncht. Wirklich jedes Mal. Dann habe ich das Match gewonnen. Und dann hat er sich beschwert, ja, du machst doch nur diese eine Attacken, du scheiß Spammer. Und ich so zu dem,
Digga, sorry, aber wenn du die ganze Zeit nur presst und dich von meinen Counter-Hits launchen lässt, dann kannst du mir doch nicht die Schuld dafür geben. Dann schütz dich doch einfach mal und dann passiert sowas nicht mehr. Und der war dann leise, der konnte dann nichts mehr sagen, weil er wusste, ich hab recht. Deswegen, ihr könnt euch im Endeffekt, wenn ihr sowas kassiert mit einem Launch, das mache ich immer noch. Selbst verfluchen von wegen, oh scheiße, warum habe ich da gepresst, hätte ich da bloß nichts gedrückt, dann hätte ich die Chance noch gehabt, das Match umzudrehen oder nicht zu verlieren oder keine Ahnung was. Denkt nicht im Endeffekt darüber nach, sondern macht's einfach nicht, ja? Selbst wenn ihr denkt, oh, ich hätte sogar vielleicht die Chance gehabt, da was zu drücken und was rauszuholen, sozusagen, das etwas Negatives aus seinen Attacken rauszuhauen, damit er diese hier nicht macht. Nein. Blockt lieber. Und selbst wenn er sie 20 Mal macht, blockt lieber und hofft auf etwas anderes, wo ihr dann wirklich zu 120% punishen könnt, anstatt eure Hoffnung in sowas zu legen, was nicht mal 50% sicher ist, dass ihr daraus was holen könnt. Macht sowas nicht. Sowas macht euch zu einem schlechten Spieler. Und wie gesagt, ich mache sowas teilweise auch immer noch, weil ich in solchen Momenten zu sehr im Fight bin. Ich denke dann einfach, ich bin dann nicht mehr cool genug. Ich denke dann einfach nicht mehr drüber nach. Bereue es natürlich danach, weil ich mir denke, eigentlich bin ich gut genug, dass ich mich von so einem Scheiß nicht treffen lasse. Aber gerade war ich wirklich blöd genug, auf sowas hereinzufallen. Deswegen macht sowas nicht. Und so gut wie jeder Charakter hat sowas. Jeden String kann man delayen und daraus einen Counter-Hit oder sonst was holen. Deswegen in Strings. Außer. Ausnahmen. Eine Ausnahme zeige ich euch. Aber dann müsst ihr in Practice-Mode gehen und es nachtrainieren. Und zwar den hier von King. Wenn der Gegner, obwohl nicht mal dann. Es gibt Strings, die haben keinen Mix-Up. Zum Beispiel, da seht ihr, der letzte ist High. Den könnte man jetzt ducken und dann Launch punishen von mir aus. Das Problem ist, dann kassiert ihr den und werdet selbst gelauncht. Also, ich würde es nur, ihr müsst drauf achten, aber es bei so vielen verschiedenen Versionen und Variationen 50-50s, die es gibt, würdet ihr euch eigentlich nur selbst ans Bein pissen, wenn ihr irgendwas versucht. Blockt den, guckt, ob der punishbar ist, wie viel Minus der ist und macht dann erst was. Weil diese Patience, ich schütze mich überall, wo ich mich schützen muss und ich greife nur da an, wo es hundertprozentig sicher ist. Das macht euch zu einem Pro-Player. So. Genau. Das passt eigentlich ziemlich gut mit diesem Punkt hier zusammen. Und zwar, wenn ihr jetzt angreift oder der Gegner angreift, je nachdem wer gerade im Plus ist, das ist eigentlich dasselbe. Ihr seht, der presst viel und der macht nicht nur Pokes, sondern auch Strings. Ja, und ihr seid jetzt der Typ, der sagt, ich greife jetzt nicht zwischendrin an, weil ich deinen scheiß Counter-Hit-Launch nicht kassieren will, sondern ich warte ab, ob der punishbar ist und punish den danach. Dann habt ihr auch den Vorteil, dass wenn ihr da Bescheid wisst, anstatt reinzupressen, einfach mal auszuweichen. Wenn es ein linearer Move ist, Sidestep. Wenn es so ein Poke-Range ist, Backdash. Wenn es ein High ist, in Low, also ducken, dass er daneben geht, oder auch ducken, wenn es low ist, um ihn zu blocken. Solche Sachen solltet ihr eigentlich machen, und was ich eigentlich damit sagen will, ist, anstatt dafür zu sorgen, dass ihr getroffen werdet und deftig ins Minus geht, sorgt dafür, dass ihr Plus Frames bekommt. Egal, was ihr dafür machen müsst. Ob ihr ducken müsst, ob ihr sidesteppen müsst, ob ihr backdashen müsst oder einfach mal nur nach hinten laufen müsst, so blocken müsst, weil ihr wisst, der Gegner wird whiffen.
anstatt dass ihr dann reinpresst, wartet auf seine nächste Attacke ab, weil er gedacht hat, die wird whiffen, die jetzt gerade gekommen ist. Wie mit King hier. Wie mit King hier. Warte, wenn ich jetzt den hier mache und der duckt. Und dann mache ich den hier. Okay? Zack, zack, zack. So, einmal abspielen. Das wäre jetzt die komplett Schützenversion. Ich kann es auch noch ein bisschen später machen. So, und jetzt macht er den nochmal. Seht ihr, damit habt ihr sozusagen euer eigenes Plus gekriegt und ihr habt ihn gelauncht. So, wenn er aber wiederum Bescheid weiß, dass ihr das machen werdet, wird er natürlich was anderes machen. Und dann, wenn sowas hier kommt, macht ihr entweder den hier, dass ihr einfach nach hinten geht und euch schützt, oder ihr blockt ihn und geht dann nach hinten oder, keine Ahnung, sidestep. Okay, das war, glaube ich, die falsche Seite. Ja, und sidestep den und habt dann auf jeden Fall Plus. Deshalb, also, wenn ihr das nicht gesehen habt, wie krass ihr hier im Plus seid. Seht, wartet mal, das sieht man da oben. Minus 35. Bitch, please. Also, versteht ihr jetzt, was ich euch damit sagen will? Das... So spielen die Pro-Player, die tricksen die Gegner so aus, dass sie so krass im Plus sind, dass die Gegner denken, okay, im Grunde genommen kann ich den Controller jetzt weglegen, weil ich jetzt so einen krassen Combo kassiere durch meinen Minus, dass ich dadurch eh sterben werde. Also, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Also, sowas müsst ihr ausnutzen. Und gerade diese Low-Rank-Player, gerade diese Green-Ranks von mir aus, gerade diese Leute, die machen sowas, die achten einfach nicht drauf, ob sie Plus oder Minus sind. Die hauen einfach drauf, weil sie denken, der Gegner presst eh und es geht durch. Scheiß drauf, ich krieg die Damage abgezogen, die mein Gegner nicht haben soll. Und genau da sollt ihr sowas ausnutzen. Ich probiere mal ganz kurz was aus. Ich bin mir aber nicht... Na komm, Sidewalk doch schneller. Okay, das war nicht genug. Das heißt, das wird nicht funktionieren. Hier. Der geht durch. Und ich kann euch mal ganz kurz zeigen, was hier... Also, ich bin nicht so gut mit Lee, aber ich kann euch mal ganz kurz... Na komm. Der müsste eigentlich durchgehen. Müsste, ich bin mir aber nicht sicher. Nur um euch zu zeigen... War jetzt schlecht von mir. Ich will ein Back to. Ja, dann mache ich es halt ohne Down 2. Noch eine billigere Version von mir aus. Mein Timing ist. Trifft der? Der müsste eigentlich treffen. Ich zieh's gerade wieder unnötig lang. Ich weiß. What the fuck is wrong? Ne, ich hab grad. Ich muss n. Na komm schon. Zack. What the fuck is wrong, Lee? Er mag mich nicht. So, 73 Damage. Und wenn ihr damit nicht zufrieden seid, dass ihr anfangs nicht gepresst habt und nur versucht habt, euch zu schützen oder auszuweichen, dass ihr dann dadurch 73 Damage rausgehauen habt. Wenn ihr darüber euch nicht freut, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. So. Dann hätten wir den Punkt hier auch durch. Gott, brauche ich lang. Was kann man im Training lernen, was nicht? Was kann man im Training lernen, was nicht? Throwbreaken. Ihr könnt, wenn ihr das... Wenn ihr den Gegner die ganze Zeit, ihr könnt ihn ja, hier, 1, 2, 3, 4, 5, 5 verschiedene Throws machen. Ein Throw, den kann man entweder mit 1 und 2 breaken, und
dann hauptsächlich Throws, die man entweder nur mit 1 oder 2 oder 1 plus 2 breaken kann. Und irgendwann mal werdet ihr sehen, okay, mit welchen Arm kommt er. Mit beiden vielleicht. Und dann wisst ihr schon, das ist Trainingssache. Deswegen, sowas kann man im Practice Mode lernen. Wenn ein Charakter einen Wave Dash hat oder Korean Back Dash, kann jeder, das ist Back, Back, Down, Back, Back. Oder Back, Back, Down, Back. Oder Back, Down, Back, Back. Ist eigentlich das die gleiche Abfolge. Die seht ihr da. Vorne back, back, back und dann fängt es an. Back, back, down, back, back. Das ist der Korean. Sowas kann man lernen. Es gibt eigentlich eine Liste, aber ihr könnt ins Training gehen, um zu wissen, wann ihr wo euren Gegner sidesteppen könnt, je nach Charakter. Kombos kann man lernen. Tech Traps, Setups, solche Sachen. Was kann man im Training nicht lernen? Was kann man im Training nicht lernen? Persönliche Eigenschaften eures Gegners. Welche Follow-ups er gerne benutzt. Wie er sich bewegt. Was er gerne spammt. Wie er eure Schwächen ausnutzt. Obwohl, eure Schwächen könnt ihr ja sozusagen ausbalancieren durch Training. Aber so, ich sag mal so. Charakterabhängige. Also ich gegnerabhängige Situation kann man jetzt nicht sagen. Die Gedanken eures Gegners, das zu studieren, das könnt ihr nur durch Spielerfahrung oder Standard-Follow-Ups. Von King jetzt zum Beispiel, Standard-Follow-Ups, was wirklich jeder King-Spieler macht. Wie zum Beispiel das 1-2 into Giant Swing oder Down-Forward 1 into Giant Swing. Sowas kann man nicht im Training lernen, weil der Computer, der macht sowas nicht von selbst. Also sowas kann man halt nur im richtigen Fight lernen. Da gibt's bestimmt noch mehr, worauf ich gerade nicht drauf komme. Aber das ist nur so das Grobe, so. So, diese Eigeninitiative, diese Kreativität von einem Charakter, die kann man halt nicht im Training lernen. Aber alles andere ist eigentlich Practice-Sache. Wenn ihr irgendjemanden habt, gegen den ihr sehr oft spielt, lokal jetzt oder Lobby, online, ist wurscht, dann versucht mal im Training nachzumachen, was er sehr oft macht, und ihr werdet selbst herausfinden, okay, das hätte ich jetzt im Training trainieren können, weil das eigentlich was Standardmäßiges ist, oder kein anderer King macht es, es macht nur er, also kann ich es auch nur gegen ihn üben, was dagegen zu machen. So, das müsst ihr auch differenzieren, weil dieser Entwicklungsprozess, darauf will ich eigentlich hinaus, dieser Entwicklungsprozess macht euch auch zu einem besseren Spieler. Ja, zu differenzieren zu können, okay, dagegen konnte ich jetzt nicht machen, weil das wirklich gegnerabhängig war. Und dann auch zu verstehen, was kann man trainieren, was kann man nicht. Weil dann habt ihr sozusagen schon gefiltert und allgemein eure spielerische Entwicklung, je weiter sie geht, desto komplizierter wird sie. Und je mehr Filter ihr gesetzt habt, je klarer euch eure Ziele sind, was muss ich machen, was kann ich machen, wo bin ich schlecht, wo bin ich gut, desto effektiver wird euer persönliches Rank-Up. Verstanden? So, dann hätten wir das auch durch. Ja, das passt eigentlich perfekt zusammen mit soweit. Weil ich ja gerade gesagt habe, hat gerade jemand an meinem Fenster geklopft? Ich glaube nicht. Oder wartet mal, hat mir jemand geschrieben? Ich muss mal ganz kurz gucken. Sorry, guys. Also auf jeden Fall, weil ich ja gesagt habe, Mann, jetzt bin ich ein bisschen off-game. Klopft da jemand an meinem... Ich gucke jetzt einfach nicht nach, ich will euch jetzt nicht irgendwie... So. Weil ich gerade gesagt habe, ihr müsst gucken, was der Gegner so macht, von wegen, was kann man im Training lernen und was nicht. Das betrifft euch selbst auch. Es kann sein, wenn wir jetzt hier Lee nehmen,
Wie zum Beispiel die Green Ranks mit ihrem Combo. Boah. Hauptsache Combo. 45 Damage. Nochmal 90. Nochmal. Keine Ahnung. 135. Nochmal tot. Entweder sowas. Oder ihr macht wirklich die ganze Zeit 1, 2, Throw. 1, 2, Throw. 1, 2, Throw. Und das wirklich mit denselben Attacken. Dann braucht ihr euch irgendwann mal auch nicht wundern, weil ihr aus irgendeinem Grund denkt, das wäre gut, warum der Gegner weiß, was er dagegen machen soll. Ja? Je einheitlicher, je einfacher, je unkreativer ihr spielt, desto einfacher ist es für den Gegner, euch zu lesen. Je mehr gleiche Sachen ihr macht, ja, deswegen auch unkreativ, ja. Je krasser ihr euch einschränkt, desto einfacher ist es für den Gegner, euch zu lesen und was gegen eure Attacken, die gegen Computer zum Beispiel immer durchgegangen sind, etwas zu tun. Deswegen solltet ihr gucken, spiele ich gut genug im Sinne von, mache ich Verschiedenes wie möglich, reagiere ich schnell genug und diese Sachen, die ich euch auch beigebracht habe, von wegen, wenn der Gegner sidesteppt, homing, wenn der Gegner duckt mit oder Hopkicks, wenn der Gegner gern viel presst, Power Crush oder Backdash, Korean Backdash, so diese Standardsachen halt. Das müsst ihr für euch selbst perfektionieren und dann auch wirklich umsetzen können, so dass ihr wirklich euer Spielverlauf ausgefüllt ist, ja, dass ihr keine Lücken drin habt, dass der nicht so zerquetscht ist, sondern wirklich umfangreich ist, dass der Gegner es wirklich schwer hat, sich vorzustellen, was macht der jetzt eigentlich als nächstes, weil je schwieriger es der Gegner hat, desto einfacher habt ihr es zu gewinnen. Simple. So, jetzt kommen nur noch die ganz normalen Sachen. So viel ist es jetzt dann doch nicht mehr. So viel ist es dann jetzt doch nicht mehr. Wie lange? 1,5 Stunden fast. So. Es gibt die Difference. Ich habe ja Pad und Stick. Erstmal sage ich so, ich habe von Anfang an mit Pad gespielt, also mit Controller. In Asien spielt man hauptsächlich von klein auf mit Arcade Stick. Deswegen ist bei den Arcade Stick normal, bei uns Europäern eher das Pad und in der USA ist es eher gemischt, aber es ist auch Geschmackssache. Ihr solltet so spielen, so habe ich es auch von sehr guten, Sefi Black hat mir das zum Beispiel gesagt, bester Spieler Deutschlands. Ich will dir nicht sagen, also ich will nicht für dich festlegen, womit du spielen sollst. Du musst wissen, womit du am besten klarkommst und allein darauf solltest du dich konzentrieren. Ich habe einen japanischen Stick, ich werde einen koreanischen Stick ausprobieren. Falls das nicht funktioniert, bleibe ich beim Pad. Jetzt noch, um euch ein besseres Bild zu geben, wo sind jetzt die Vor- und Nachteile zwischen Pad und Stick? Das Ding ist, der Input ist einfacher, weil der Stick ist größer, ihr habt größere Buttons, Start, Select und der ganze Schrott ist nicht so nah beieinander. Vom Movement kann man 50-50 sagen, weil ihr habt ja einen Stick. Ihr habt ja einen Stick, den ihr dann mit der kompletten Handfläche statt mit einem Finger bewegen müsst. Das Ding ist, es ist zwar schwierig, aufwendiger, dann das Movement hinzulegen, Backdash, Wave Dash, Sidestep, Sidewalk, ist zwar aufwendiger, aber ihr seid genauer. Also eure Inputs sind exakter. Das Ding ist, was ich euch noch dazu sagen kann, ich habe erst in Ende von Tekken Tag 2, habe ich mir erst den japanischen Arcade Stick geholt, den Hori Rap 4 Pro. Ich dachte, weil das vom Movement her und von den Buttons so einfach aussieht, dass ich da locker leicht einsteigen kann. Komplett fail. Ich musste mit dem Arcade Stick so anfangen, als ob ich das erste Mal in meinem Leben überhaupt ein Game spiele. Wir reden hier nicht von Tekken, wir reden hier nicht von
Fighting Games, wir reden hier von Spiele allgemein. Als ob ich noch nie in meinem Leben überhaupt irgendwas mit einem Spiel zu tun oder mit einem Controller zu tun hatte. So hat das für mich angefangen. Und so wird's, außer ihr seid da irgendwie begabt, aber im Normalfall wird's von für jeden von euch so sein. Ihr müsst komplett von Null anfangen und ihr müsst wirklich von 0 auf 100% und das nicht in 10er Schritten, nicht in 5er Schritten, auch nicht in 2er Schritten, sondern wirklich Schritt für Schritt für Schritt für Schritt durchgehen. Ob ihr jetzt das Durchhaltevermögen dafür habt, das liegt an euch. Ich spiele lieber gerade Tekken auf Pad, weil ich es competitive spiele zurzeit und ich will immer mein Bestes geben können, dass ich nicht, ob ich gewonnen habe oder verloren habe, weil ich bereue es im Endeffekt, wenn ich was bereue, dass ich nicht alles gegeben habe, was ich geben konnte. Das ist bei mir zurzeit mit dem Arcade-Stick nicht möglich, weil ich einfach nicht gut darin bin, weil ich Probleme mit der Reaktion habe und an mir es noch schwerer zu machen. Und ich spiele schon seit Tekken 2, jetzt nochmal so viel Zeit drauf zu legen, das lohnt sich gerade für mich einfach nicht. Außer ich hole mir jetzt den Korean-Stick und ich sag, der läuft für mich besser, flüssiger, einfacher, dann überlege ich es mir nochmal. Weil an sich, so 1:1 Vergleich, wenn es um Fighting Games geht, ist der Stick immer der bessere. Es ist so. Da könnt ihr euch jetzt, ich könnte euch jetzt Vor- und Nachteilliste, Tabelle hier raushauen. Im Endeffekt ist es so, für Fighting Games ist der Stick besser als das Gamepad. Weil das Gamepad ist für nicht für Fighting Games gemacht. Dieses Pad hier ist für jede Art von Game gemacht. Ihr müsst euch vorstellen, zwei Analog-Sticks, Schulterbuttons und alles so, dass es perfekt in die Hand passt. Beim Stick könnt ihr nicht wegrutschen oder irgendeinen Scheiß drücken. Ihr habt aber dafür jetzt zum Beispiel nicht die Auswahl zwischen zwei Sticks und einem D-Pad hier, diese Pfeiltasten, sondern ihr habt wirklich nur einen Stick zum Movement. Bester Beweis, könnte man zum Beispiel FIFA oder Call of Duty mit einem Stick spielen. Im Normalfall nicht, weil ihr nur eine Bewegungsmöglichkeit habt. Und ihr braucht aber mehrere. So, das ist so das, was ich euch zu Stick vs. Pad sagen kann. Im Endeffekt müsst ihr selbst gucken, wie euch das liegt. Aber wenn ihr wirklich nur gezielt für Tekken was holen könnt, ihr könnt ja beides haben im Endeffekt. Ihr müsst jetzt nicht all day, ich habe ja auch beides. Und ich hole mir trotzdem noch einen Korean. Für Tekken, insbesondere weil das hier ein Tekken Tutorial ist, Stick ist das Beste, wenn es euch nicht liegt, bleibt bei Pad. Lasst euch von anderen Leuten nicht sagen, es kommt drauf an, wie ihr euch am wohlsten fühlt. So, dann hätten wir das auch. Es gibt zwei verschiedene, obwohl das hat Lee eigentlich. Das hat Lee eigentlich, und zwar, wo ist es denn? Hat er das etwa nicht mehr? Das kann aber nicht sein. Das kann aber nicht sein. Hat's euch nicht mehr. Wechseln wir kurz zu Brian. Ja. Level 9. Charakterauswahl, danke. Wechseln wir kurz zu Brian. Mal lang von mir aus. Ja, wieder Infinite Azure. Solange das lädt, gucke ich mal ganz kurz was nach. Ob ich das nicht vergessen habe. So. Warte mal ganz kurz. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay, Back plus 4. Ja. No.
Okay. Ja gut, das ist zwar jetzt ein bisschen grob erklärt, aber mache ich erst nach dem Punkt hier. Also, in dem Game hier gibt es noch zwei verschiedene Sachen, die gehören nicht zum normalen Angriff. Und zwar ist es erstens... Der war eigentlich früher auch in der Move-Liste, aber erstmal hier. Zuerst der Key Charge, das ist 1 plus 2 plus 3 plus 4. Das bedeutet, dass wenn ihr eine... hier. Counter-Attack treffen wollt. Ohne dass ihr auf eine Counter-Attack-Möglichkeit, wie zum Beispiel der Gegner macht einen Angriff und Whiff dabei. Ja, dann trifft ihr ja, wenn ihr dann direkt danach angreift, einen Counter. Wenn ihr aber jetzt nicht auf den Gegner warten wollt, sondern von euch aus einen Counter machen wollt, dann macht ihr einen Key Charge während des Kampfes. Ja, weil im Normalfall hier mit Counter hier. Jetzt kriege ich den Follow-up nicht hin. Mann, sieht das sauber aus, das Game. So. Das ist Key Charge im Kampf. Key Charge nach dem Kampf ist ein Disrespect, um zu zeigen, du bist ein Noob, du hast keine Chance gegen mich, ich bin tausendmal besser als du. Ich mache sowas überhaupt nicht. Ich mag es nicht, wenn es jemand gegen mich macht. Im Endeffekt ist es mir egal, weil ich mir denke, wenn du meinst, dann mach es halt. Und ich von mir aus mache es aber nicht, weil es für mich einfach nur Bullshit ist. Ich muss meinen Gegner nicht provozieren, um irgendwas zu erreichen. Ich spiele mein Spiel, weil ich Spaß dabei habe. Und das war's dann auch schon. Um Spaß dabei zu haben, um Herausforderungen, Nervenkitzel zu haben. Mich den Gegner zu demütigen oder so, darauf bin ich gar nicht hinaus. Das interessiert mich nicht. Das ist nicht mein Gedanke von mir. Hängt von euch selbst ab. Auf jeden Fall nur, damit ihr Bescheid wisst, dass ihr das nicht unabsichtlich macht. Nach einem Win einen Key Charge zu machen, ist einfach nur Disrespect eurem Gegner gegenüber. So. Dann gibt es noch die Taunts. Die Taunts sind eigentlich nur Show-Offs, also Angebereien. Manche Charaktere haben sie, manche nicht. Die meisten bringen gar nichts. Brian's Taunt ist aber einer, eigentlich glaube ich sogar der einzige, der was bringt. Und zwar, alles abwehren. Hoffentlich kriege ich es hin. Habt ihr gesehen? Das wollte ich jetzt nicht, den mache ich mal ganz kurz weg. So. Seht ihr, der blockt den, weil es alles mit ist. Macht ihr jetzt aber. Seid ihr gut genug? Oder ich mach's mit dem hier. Ich glaube, da kriege ich sogar einfacher hin. Habt ihr gesehen? Wenn ich den so mache. Oder ich könnte. Ich glaube, mit dem hier wäre es sogar einfacher. Zack, zack. Der blockt ihn. Seht ihr, die sind beide durchgegangen, weil ich im Zeitfenster vom Taunt, während er gehittet hat, angegriffen habe. Das heißt, er geht durch die Verteidigung durch. Das müsst ihr aber timen, weil je schwieriger der Angriff ist, desto schwieriger ist der Follow-up nach dem Taunt. So, jetzt habe ich es hingekriegt. Und seht ihr, normalerweise würde er nicht treffen. Alles abwehren. Zweite Aktion nicht festgelegt. Das ist safe. Deswegen ist auch Taunt Jet Upper. Deswegen ist auch Taunt Jet Upper. Na komm schon. Das kriege ich natürlich nicht hin. Das ist der schwerste Move im Game. Warum? Diese Lücke von Treffer des Taunts bis zu Neutral vom Gegner, also wieder schützender Bereich, das, wo er sich wieder schützt. Diese Lücke, Frame-Lücke, das sind 13 Frames. Oder sind, ne, 14? Da steht gerade 14. Kann mich auch irren. Auf jeden Fall ist der Startup bzw. der Hit von Jet Upper von den Frames her genauso groß wie diese Lücke vom Taunt zum Angriff. Deswegen muss man das wirklich Millisekunden genau treffen. Wirklich Millisekunden genau. Es gibt noch einen, da heißt es, der wäre der schwerste Move überhaupt. Und das ist der Counter-Hit Perfect Electric von Kazuya. Counter-Hit Down Forward 2 into Electric. Das, anstatt dass er ihn dann wegfällt, sogar noch launcht. Aber jeder, der den Move kennt, sagt, der hier ist schwerer. Und
ich verstehe das auch, weil ich selbst habe Perfect Electric selbst damals in Tekken Tag 2, wo ich noch ein Noob war, habe ich es hinbekommen. Township Upper versuche ich schon seit Tekken 6 und Tekken 6 kam 2008, 2009 raus. Ich habe es bis jetzt nicht einmal hinbekommen. Und es gibt Leute, die können den. Der beste Spieler auf der Welt, nie. Der kann sowas auch gern dreimal in einem Final Match in einem Turnier raushauen. Weil er es einfach drauf hat. Oder Mr. Naps, den ich da auch gesehen habe bei Damage Germany. Die sind halt krank. Genug angegeben mit den Leuten. Auf jeden Fall, das ist eine besondere Art des Towns. Im Normalfall bringen Towns nichts und Key Charge ist entweder für Counter-Hit im Game oder für Disrespect nach dem Fight. Das gleiche gilt eigentlich auch, also meiner Meinung nach, wenn ihr nicht Turniermodus eingestellt habt, dann könnt ihr die Anfangs- und Endanimation skippen, diese Win-Pose und alles. Wenn ich gegen jemanden spiele und ich bin wirklich drauf aus, Deathmatches gegen ihn zu haben, also wirklich gegen ihn zu spielen, ohne Pause, dann drücke ich meine Animation weg. Ob es die Anfangs-, die Endanimation ist, ob ich gewonnen habe, völlig wurscht. Meine Gegner, obwohl sie wissen, ich drücke weg, sie lassen es trotzdem mal gerne da, entweder weil sie es nicht juckt oder weil sie sagen wollen von wegen, ha, ich habe gegen dich gewonnen. Auch eine Art der Provokation. Mir gefällt es nicht, wer es machen muss, soll es machen. Damit ist das Thema für mich abgeschlossen. Dann gibt es noch was, das habe ich nicht in der Liste, aber da habe ich nochmal genauer nachgeguckt, weil ich wusste, ich habe was vergessen. Und zwar gibt es das sogenannte Option Select. Das Option Select... Ich will nicht, dass das mal angezeigt wird. So, das Option Select ist etwas, wie es eigentlich schon sagt, ihr könnt entscheiden, ob ihr das macht oder nicht, weil ihr die Wahl dazwischen habt. Ob es dann richtig oder falsch ist, hängt vom Gegner ab. Und jetzt denkt man sich so, hä? Was soll ich jetzt darunter verstehen? Und zwar, es gibt Charaktere, hier, die können Parry, okay? So, und zwar, ihr macht mit Brian, ich muss sie mal wieder auf Abwehr im Stand halten. Ihr macht mit Brian Back, okay, der ist plus. Der ist plus 3. Der hier ist plus 1, okay? Das heißt, zwischen den Moves kann man nicht interrupten, okay? Das heißt, wenn der Gegner presst, dann kriegt er den hier als Counter-Hit. Der kriegt den einfach als Counter-Hit und ihr könnt ein Combo draus machen, okay? Das zeige ich euch jetzt, das wäre jetzt zu zeitaufwendig, weil ich hierbei bleiben muss. Auf jeden Fall, ihr würdet, wenn der Gegner presst, würdet ihr daraus einen Counter-Hit kriegen. Wenn ihr aber schon wisst, er greift mit einer Faust an, dann könntet ihr ja aber auch Fist-Pairing. Ich zeig's euch einfach mal. Ich mach's jetzt einfach trotzdem. Stand. Wiederholte Aktion. Aufzeichnen. Zack. 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 Okay. Abspielen. Komm schon. Okay, der ist schneller, weil es ein One-Jab ist. Ich muss was Langsameres machen. Ja, genau. Das passt. Nee, ich wollte ja eigentlich eine Faust machen. Ja, das müsste passen. Jetzt habe ich es doch nicht gemacht. So. Das müsste jetzt passen. Seht ihr? Counter-Hit. So, und daraus kann ich ein Combo machen, von mir aus. Hier. So, Option Select bei dieser ganzen Sache ist, wenn ich jetzt entscheide, oder allein, dass ich schon entscheiden kann. Allein, dass ich schon entscheiden kann. Das, mach mal. Na komm schon. Jetzt lauf doch mal nach hinten, Bub. Der total bescheuert. Ich war zu schnell. Schade, dass man nicht Angriff als zweite Aktion wählen kann.
So, und dann hätte ich halt noch den hier machen können. Hier, sowas. So, allein, dass ihr die Möglichkeit habt, zwischen, wie soll ich das jetzt sagen, zwischen verschiedenen darauf folgenden Aktionen zu entscheiden. Also, ich kann nach dem Move jetzt entscheiden, was mache ich danach, und ich weiß aber, dass beides eigentlich durchgehen sollte. Allein diese, die Freiheit, die euch gegeben ist, um verschiedene Entscheidungen zu treffen, das ist das Option Select, ja? Dass ich entscheiden kann, ich mache jetzt Forward 3, dann trifft ein Counter, ich mache jetzt einen Parry, dann kriegt er den Parry-Schlag in die Fresse, ich mache jetzt, weil er, keine Ahnung, high kommt, mache ich irgendeinen Low, der ein Launcher ist. Allein, dass hier diese Möglichkeiten zu, dass euch diese Möglichkeiten zur Verfügung steht, wo ihr mehrere, wo ihr größere Auswahl habt als nur eine. Das ist das Option Select. Ja? Müsst ihr euch vorstellen, wie bei einer Dropdown ist so, wenn ihr irgendwas bestellen wollt und davon gibt es verschiedene Farben. Ja? Dann könnt ihr für euch festlegen, okay, meine Lieblingsfarbe ist blau, es gibt zwar schwarz, rot, gelb, die könnte ich jetzt alle nehmen, aber ich nehme blau. Option Select. Das gleiche hier. Das wäre so. So, und jetzt, der letzte Punkt. Was unterscheidet sich von der PS4 zum PC? Beziehungsweise, warum sollte ich PS4? Und warum sollte ich PC-Version? Also PS4 und Xbox ist eigentlich fast gleich, deswegen PS4 und PC. So, früher war das noch so, der Frame Lag war größer. Der Delay halt. Das heißt, das konnte man auch sehen, man hat die PC-Version und die PS4-Version nebeneinander gestellt. Also eigentlich gleiche Stage, gleicher Charakter. Und man hat die ganze Zeit die gleiche Attacke gedrückt. Und zwar gleich schnell. Je länger es ging, desto verzögerter kam die PS4-Version mit der Attacke raus. Weil es sozusagen einen eingebauten Lag gibt. Und der war bei der PS4-Version größer. Die Pro-Spieler sagen, seit dem letzten Update ist der Unterschied kaum noch zu merken. Also sollte das jetzt kein Kriterium sein. Ich sag euch jetzt erstmal, ich habe beide Versionen, ich sag euch jetzt erstmal die Vorteile der PC-Version. Vorteile sind, es sieht besser aus. Ihr könnt von der Grafik her besser rumbasteln. Ihr könnt modden. Ihr könnt Extras reinhauen, wie diesen Frame-Monitor zum Beispiel. Wie gesagt, es lädt insgesamt schneller, dann vor allem online. Ihr findet 3 bis 4 Mal so schnell Gegner. Die Mentalität online ist komplett anders. Ihr wartet da keine 5 Minuten auf ein Match, und da ist es auch nicht so, dass der Gegner, ob er jetzt verliert oder gewinnt, gleich geht, sondern die bleiben auch wirklich lange. Also Tekken auf PC macht mir insgesamt viel mehr Spaß als auf der PS4. Jetzt noch, aber ich habe es erst seit kurzem auf PC. So, das Bessere an der PS4 ist, und ja, da gibt es große Vorteile. Erstens, auf der PS4, es läuft konstant. Bei PC hängt es von der Leistung eures PCs ab, von eurer Grafikkarte, von eurem CPU. Bei der PS4, sobald ihr eine PS4 habt, wisst ihr, es läuft auf eurer PS4 genauso wie auf jeder anderen PS4 auch. Und das ist konstant. Das ist der durchschnittliche Wert. Es ist nicht zu schlecht, es ist nicht zu gut, es ist aber verkraftbar. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Ja, dass ihr nicht extra gucken müsst, was habe ich in meinem PC, dass es mindestens genauso gut läuft wie auf der PS4. So. Anderer Vorteil auf der PS4 ist, ihr habt bessere Verknüpfung zur Community. Der Streaming an sich läuft konstanter, weil die PS4 darauf aufgebaut ist. Allein mit Freundesliste, Party, Chat, solche Sachen laufen einfach viel besser.
Weil auf PC braucht ihr dafür extra Software und müsst euch das Ganze erstmal hinbasteln. Auf der PS4 existiert das alles schon. Ja, ihr braucht dann nicht irgendwelchen extra Schnickschnack. Alles, was ihr fürs Gaming braucht, dass das Spiel konstant läuft, dass ihr mit anderen Leuten euch unterhalten könnt, beziehungsweise Sprachchat, dass ihr direkt von der Konsole aus streamen könnt, ohne jeglichen Schnickschnack, ist alles schon auf der PS4 drauf. Das ist ein sehr großer Vorteil für die PS4. Gibt es sonst noch irgendwie? Ja gut, das Vorgefertigte kann man halt nicht mehr abändern, wie zum Beispiel beim Twitch-Stream. Ihr könnt euer Layout, das Aussehen, wie euer Bild dann im Endeffekt aussieht, von der Qualität her, von der Gestaltung her nicht mehr abändern. Das kann man beim PC halt machen. Das geht bei der PS4 halt nicht. Ich glaube, das wär's im Großen und Ganzen eigentlich auch. Es könnte sein, dass ich irgendetwas vergessen habe. Jetzt von der Differenz von den zweien, aber das wär's eigentlich größtenteils schon. Ja, und für Tekken spezifisch, wie gesagt, der Netcode auf PC ist halt viel besser. Über Community kann man sich streiten. Ich finde es schade, dass die PC-Version von Tekken aus allgemein nicht die guten Tools von der PS4 hat, wie den Sprachchat, wo man jetzt extra Teamspeak oder sowas braucht. Oder das Stream, da müsst ihr erstmal Software und hinbasteln und bla bla bla. Und dann müsst ihr auch noch gucken, dass euer PC genug, also stark genug ist, um das Spiel zu verkraften, je nachdem, was ihr damit anstellen wollt. Ja, aber das wäre es eigentlich schon im Großen und Ganzen. Sollte ich nicht, das sage ich jetzt schon im Voraus, sollte ich nicht von Pro-Playern übertrieben, also wirklich mindestens so viel lernen, dass ich doppelt so gut werde, mindestens doppelt so gut, wie ich jetzt bin, und sollte ich nicht von größeren Namen, die ihr auch alle kennt, die Tekken verfolgen, etwas lernen und drauf haben, dann wird es keinen weiteren Part mehr geben. Dann werde ich nur noch in die Description andere Sachen reinhauen, so schriftlich erwähnen, und das war's im Endeffekt auch. Das Video will ich jetzt nicht länger ziehen, das geht fast 2 Stunden lang. Im Endeffekt hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war die Zeit wert. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, sonst hätte ich erst gar nicht angefangen. Vor allem den Leuten, die überhaupt nicht wissen, wenn sie jetzt zum Beispiel Online-Probleme haben und ihr kommt in den Anfangsranks, auch Yellow Rank nicht durch. Guckt euch meine Videos an. Ich hoffe, sie helfen euch. Für die deutsche Community, für die German Community, we are Tekken. Wir müssen auch beweisen, dass wir was drauf haben und nicht nur die Asiaten und sonst wer immer irgendwie on stream ist. Alles klar, Leute. Danke fürs Zuschauen. Tekken 5 läuft bei mir noch. Vielleicht. Ich mache wahrscheinlich auch Rank-Matches für die PC-Version. Wie gesagt, ansonsten war's das. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. The Blue Gangster is out. Peace, YouTube. Word.